Hallo und herzlich willkommen an unsere steirischen Seher und Seherinnen und ein herzliches Hallo natürlich auch in die anderen Bundesländer. Mein Name ist Anna Brucker und ich darf Sie durch unsere aktuelle Wochensendung begleiten. Auch diesmal haben wir informative und interessante Beiträge für Sie zusammengetragen und auch in diesem Jahr starten wir jede Sendung mit unserem Thema der Woche. Nostalgie, Historie und Geschichte. Ich finde alte Dinge ganz besonders interessant und vielleicht auch Sie, wenn Sie sich den nächsten Beitrag ansehen. Der dreht sich um die Geschichte auf vier Rädern. Unser Thema der Woche, die Oldtimer. Bei vielen Motorrad-, Auto- und Motorfans wird jetzt das Herz wieder höher schlagen. Holen wir ein Stück Nostalgie, ein Stück Historie sowie ein Stück Erinnerungen zurück. Sozusagen die Nostalgie auf Rädern. Oldtimer sind je nach Klassifizierung Fahrzeuge, die eine bestimmte Altersgrenze, aber mindestens 30 Jahre überschritten haben. Die Automobilgeschichte begann vor 130 Jahren nahezu zeitgleich mit dem Markuswagen und dem Benz Motorwagen. Der Markuswagen ist heute im Technischen Museum in Wien zu bewundern. Das Ziel von Oldtimer-Museen ist es jedoch, historische Fahrzeuge als rollendes Kulturgut auf der Straße zu erhalten und die Faszination Oldtimer auch künftigen Generationen erlebbar zu machen. In Groß-Klein gibt es eines der größten Oldtimer-Museen der Steiermark. Auf über 3000 Quadratmetern Fläche sind derzeit knapp 100 Fahrzeuge ausgestellt. 90% davon sind fahrbereit. Laut Gesetz dürfen historische Kraftwagen lediglich an maximal 120 Tagen pro Jahr verwendet werden. In Groß-Klein stehen jede Menge davon, in einer ehemaligen Hühnerfabrik. Hier hat eine Familie gewohnt, die haben eine Hühnerfabrik aus Holz selbst gebaut und damit gearbeitet, davon gelebt. Dann hat diese Familie einen Universitätsprofessor von Kärnten kennengelernt und die haben die Leidenschaft für Oldtimer geteilt und haben dann gemeinsam aus dieser Hühnerfabrik dieses Museum gegründet. Der Universitätsprofessor hat eigentlich, sage ich mal, 80% der Autos und auch der kleinen Teile hier zur Verfügung gestellt. Auch die Familie hat einige Oldtimer gesammelt, schon gehabt. Und es wurden dann Privatpersonen auch angesprochen, die ihre Autos dem Museum zur Verfügung gestellt hat. Und das war 1997, seitdem gibt es dieses Museum. Ein Oldtimer ist ein vor mindestens 30 Jahren erstmals zugelassenes, gut erhaltenes Auto oder Motorrad mit Sammler- oder Liebhaberwert. Erinnern wir uns zurück, das Ende des Zweiten Weltkrieges war 1945, also mittlerweile über 75 Jahre her. Zu diesem Zeitpunkt war dieses Fahrzeug bereits fast ein Oldtimer, da war es nämlich 28 Jahre alt. Das älteste Fahrzeug ist aus dem Jahre 1917, ist noch fahrtüchtig und einsatzbereit mit Holzrädern, so wie es früher war. Das sind lebende Legenden. Oldtimer, die man heute noch auf den steirischen Straßen findet, wenn auch nur noch vereinzelt. Oldtimer erzählen eine Geschichte. Für mich persönlich ist einfach Geschichte ganz, ganz wichtig, Tradition sehr, sehr wichtig. Ich lebe das auch, ich habe das von der Familie mitbekommen. Es ist für mich einfach faszinierend. Faszinierend ist auch die Sammlung. Das hier ist zum Beispiel das teuerste Fahrzeug, das hier steht. Den Preis dürfen wir nicht bekannt geben, aber wer stellt hier eigentlich die Autos ein? Also größtenteils der Autos hier gehört einfach Privatpersonen. Die nutzen das sozusagen auch als Garage für ihren Oldtimer und stellen es einfach dem Museum zur Verfügung. Die sind natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass Besucher kommen und ihre Autos bewundern und betrachten. Nicht nur für Familien ist die Faszination Oldtimer interessant, sondern auch für ältere Menschen, denen damals oft das Geld für das Auto gefehlt hat, das sie hier bewundern können. Es ist immer wieder schön, wenn vor allem Reisegruppen kommen, Seniorenreisegruppen, die verweilen hier wirklich längere Zeit, so 1 bis 2 Stunden. Die genießen das, die setzen sich zurück und die erzählen natürlich auch ihre Geschichten aus ihrer Kindheit, aus dieser Zeit, wo eben zum Beispiel dieses Auto entstanden ist, mit dem sie gefahren sind. Das ist immer wieder faszinierend und natürlich sehr berührend.
Besonders stolz sind oft Großväter, die den Enkelkindern die damaligen Autos zeigen wollen, mit denen sie herumgefahren sind. Autos aus längst vergangenen Zeiten. Autos, von denen es heute oft nur noch 3 Stück zu sehen gibt. Also es kommen immer wieder Großeltern mit Enkelkindern oder auch jüngere Leute mit ihren Kindern, um einfach den Kindern zu zeigen, wie man früher gelebt hat, wie man früher gearbeitet hat. Und es ist ja für die Kinder faszinierend, auch diese alten Werkzeuge und diese Arbeit, die die Menschen damals wirklich schwer in der Landwirtschaft verrichtet haben, zu sehen und zu bewundern und einfach auch kennenzulernen. Wie zum Beispiel eine 2-Mann-Kettensäge oder ein alter Gebirgsmäher. Oldtimer haben schon immer eine gewisse Faszination auf die Menschheit ausgeübt, damals wie heute. Mit Frost, Kälte und der Winterzeit hat auch unser nächstes Thema zu kämpfen. Die Wildtiere der Steiermark. Wie diese mit dem Winter umgehen und was sie ganz besonders benötigen, das verraten wir Ihnen jetzt. Natur hat viele Rollen. Vorrangig ist sie jedoch Lebensraum für Mensch und Tier. Die Vielfalt der Wild- und Waldtiere der Steiermark ist bemerkenswert. Ja, bei uns spezielles Vorkommen ist natürlich das Rehwild, sehr viel Rotwild, Gamswild auf der Seetaler Alp zum Beispiel, Steinböcke, Füchsen, Hase, also alles, was man so an Schalenwild findet, ist bei uns heimisch. Der Winter ist eingekehrt und hat unser Land fest im Griff. Gerade dann, wenn für das heimische Wild die Zeit mit Schnee und Eis anbricht, gewinnt die Hege der Jägerinnen und Jäger eine besondere Bedeutung. Die Jägerschaft kümmert sich um das heimische Wild und deren Lebensräume. Ja, unsere Aufgabe im Winter ist es natürlich einmal bis 31.12. den gesetzlichen Abschuss zu erfüllen, klarerweise, aber natürlich darüber hinaus, gerade jetzt wie mit dieser Schneelage, die Tiere zu füttern, die Fütterungen zu versorgen und zu schauen, dass dort ein ausgewogenes Fütterungsverhältnis vorhanden ist. Nahrung ist im Winter in freier Wildbahn nur spärlich vorhanden und meist nährstoffarm. Die Fortbewegung bei hoher Schneelage ist zudem erschwert und zehrt an den Kräften. Bei extremer Kälte im zweistelligen Minusbereich müssen die Wildtiere die langen Wintermonate überstehen. Energiesparen ist darum oberstes Gebot. Störungen lösen dabei bei Wildtieren Stress aus. Für Tourengeher oder Schneeschuhwanderer bedeutet das, dass Tiere in ihrer Ruhephase möglichst nicht gestört werden sollen. Ja, die sind Naturnutzer und die müssten auch bedenken, dass es im Wald natürlich und auf den Bergen oben Wild gibt. Und die haben natürlich jetzt ein Problem mit der Versorgung. Und da sollte man wirklich Bedacht nehmen, nicht neben Fütterungen gehen, nicht in Wildeinständen marschieren, sich das tunlichst einmal verkneifen und vielleicht möglicherweise wirklich eine Skitour dann nur auf einem Skiberg zu gehen und nicht durch Wald und am Felsen. Auch Gams und Steinbock fahren im Winter ihren Stoffwechsel herunter. Der Unterschied liegt im Fütterungsverhalten. Gams und Steinwild ist verboten zu füttern. Das heißt natürlich gerade jetzt, wenn man heute auf die Berge schaut, Tierwitzkogel, der stark begangen ist, dort leben viele Gämse. Und mit jedem Aufmüden ist die Gefahr gegeben. Beim Rot- und beim Rehwild ist es so, die werden gefüttert, großteils. Viele Fütterungen werden zwar aufgelassen, aber um den Wald auch vor Verbischen zu schützen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Rotwild bei uns in der Region füttert und gerade bei diesen Schneelagen. Was macht es denn aus? Was ist denn das Jägersein? Was macht es mit dir? Ja, das Jägersein, wenn man heute da in der Natur rauskommt, den Schnee sieht und den Wald sieht und die Ruhe und die Stille und man kann einen Sackel Wildfutter tragen oder den Heuballen vorlegen, dann ist das jeder Tag eine gute Tat und das ist das Wunderbare, weil man sich dann freut, auch wenn die Rehe genug Futter haben und wir etwas getan haben, um auch im Sommer und im Herbst wieder ernten zu können. Ob Ruhe genießen, Natur einatmen oder sich aktiv am Berg und im Wald bewegen. Der achtsame Umgang mit unserem kostbaren Lebensraum und den dort lebenden Tieren sollte immer im Fokus stehen. Musik
Die Festtage sind vorbei und für alle von Ihnen, die während der Feiertage ihre Teflonpfannen so richtig in Anspruch genommen haben, haben wir jetzt etwas ganz Interessantes für Sie. Verunreinigungen und Kratzer in der Teflonpfanne. Wir klären auf. Früher oder später kommt es bei unseren Kochgeräten zu der einen oder anderen Macke. Bei Pfannen mit Antihaftbeschichtung wie PTFE bzw. Teflon sind das Kratzer oder kleine schwarze Krümel auf der Bratfläche. Immer wieder hört man, dass diese giftig seien. Doch allen besorgten Köchinnen und Köchen sei gesagt, sie müssen ihre zerkratzte Pfanne deshalb nicht gleich entsorgen, denn von den Kratzern oder Krümeln geht kein Risiko für die Gesundheit aus. Wird Teflon mit der Nahrung aufgenommen, wird es vom Körper unverändert einfach wieder ausgeschieden. Extreme Hitze ab ca. 400 Grad Celsius kann Krümel und kleine Stücke vom Belag zwar zersetzen und es können dadurch auch giftige Teflondämpfe entstehen. Im normalen Kochalltag erreicht man diese hohen Temperaturen aber nicht. Ein Wechsel steht jedoch an, wenn das Bratgut an der Pfanne anhaftet oder sich größere Stücke der Antihaftbeschichtung lösen. Doch auch das muss nicht immer das Ende deiner Lieblingspfanne bedeuten, denn manche Unternehmen bieten Nachbeschichtungen von Pfannen an. Um Kratzer in der Pfanne zu vermeiden, sollten Sie zum Beispiel am besten Holz, Kunststoff oder Teflongeschirr verwenden. Und wer seine Pfanne direkt nach dem Kochen mit heißem Wasser abwäscht, muss später nicht rabiat vorgehen. Grobe Verschmutzungen lassen sich mit Natron, dem Auskochen von Backpulver und speziellen Teflonschwämmen ganz einfach entfernen. Seit November 2021 ist sie Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Graz. Gemeinsam mit uns hat sie die erste Zeit im Amt reflektiert und mit uns einen Blick in die Zukunft gewagt. In unserem Interview der Woche die Bürgermeisterin der Stadt Graz, Elke K. Ich begrüße Sie zu einem neuen Interview der Woche, heute an einem ganz besonderen Ort. Für uns hat heute eine ganz besondere Person Zeit gefunden, und zwar die Bürgermeisterin unserer Landeshauptstadt Graz, Elke K. Vielen Dank für die Zeit. Ja, sehr gerne. Wir haben jetzt noch ganz kurz vor Weihnachten. Die Zuseherinnen und Zuseher werden das dann im neuen Jahr bereits sehen. Deswegen starte ich gleich. Starten wir mal bei der Basis. Wie geht's Ihnen denn? Es geht mir gut. Und das Einzige, was mich momentan ein bisschen beeinträchtigt, ist nach wie vor, dass ich am linken Ohr nichts höre. Das ist das Einzige. Ansonsten geht's mir sehr gut. Danke. Wie haben Sie sich denn jetzt eingefunden? Sie sind ja schon ein paar Wochen jetzt im Amt. Wie ist dieser Job denn für Sie? Wie ist denn Ihre Auslastung? Wie schaut denn ein normaler Tag als Bürgermeisterin aus? Gibt es normale Tage überhaupt? Das muss man eher so sehen. Ich bin eigentlich seit Jahrzehnten, also ich bin ja schon sehr lange in der Kommunalpolitik als Gemeinderätin. Ich habe auch viele Aufkommen in meiner Partei immer gehabt. Dann war ich doch 16 Jahre Stadträtin mit unterschiedlichsten Ressortzuständigkeiten. Und dadurch war mein Tag immer so, von Montag bis Samstag, von in der Früh bis spät auf Nacht. Ich bin von der Regel her ein Mensch, der gern arbeitet, gerne für die Leute auch da ist, so habe ich meine Arbeit immer verstanden. Und insofern ist es natürlich auch in der Aufgabe jetzt als Bürgermeisterin jetzt der Arbeitsaufwand nicht das Problem. Es sind neue Aufgaben hinzugekommen, die mir neu sind, aber da habe ich ein routiniertes Team. Und dadurch, dass ich halt auch, ich bin ja nicht ganz jung mehr, sondern da hilft mir ein bisschen meine Lebenserfahrung und natürlich der jahrzehntelange Einblick in die Kommunalpolitik, so dass man sich da eigentlich sehr schnell reinfindet. Und man darf niemals vergessen, auch für die Ämter und meine ganzen Abteilungen, für die ich ja zuständig bin, die sind ja jahrzehntelang auch da. Die arbeiten großartig. Also man muss ja nicht in ein Amt in seiner politischen Funktion nicht ein Ersatzamt spielen. Vieles dessen, was tagtäglich erledigt wird, machen ja auch die Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen, und zwar in großartiger Weise. Mhm. Ja, als Außenstehender, wir haben ja ein paar Minuten gewartet, da ist immer ein Kommen und Gehen, da läutet das Telefon, dort läutet das Telefon, aber Sie wirken sehr ruhig und ausgeglichen. Das ist eine Sache, da hilft, so wie schon einmal angesprochen, natürlich, dass man das schon sehr, sehr lange macht. Und das ist ganz wichtig, auch wenn etwas stürmisch ist oder gerade fünf Sachen gleichzeitig sind,
immer versuchen, trotzdem nie den Überblick zu verlieren, dass man gelassen bleibt. Das ist auch ganz wichtig gegenüber Menschen, die jetzt mit einem Anliegen kommen, wo ja das ganz unterschiedliche Sachen sind. Auch das persönlich dem anderen gegenüber nicht spüren zu lassen, was einen gerade selber beschäftigt, sondern sich wirklich auf das zu konzentrieren, was der oder diejenige jetzt mit einem besprechen möchte. Und das lernt man mit der Zeit. Oder zumindest das ist etwas, wo sie, es gibt Dinge, die kann man sehr gut, es gibt Dinge, die kann man nicht so gut, aber das ist etwas, was ich tatsächlich, glaube ich, nicht so schlecht kann, den Umgang mit Leuten. Und dass man sich da auch nicht stressen lässt, weil das Wort Stress ist etwas, sage ich auch immer den Leuten, es gibt viel Arbeit, die haben auch viele andere Menschen tagtäglich in ihren Berufsfeldern, aber Stress, das versuche ich auch immer in meinem Kollektiv, das, da darf man sich nicht von dem irgendwie vereinnahmen lassen. Mhm. Das ist ein sehr schöner, auch geistiger Ansatz. Wenn wir jetzt ein bisschen bei der Ruhe bleiben, ich habe es ja vorher schon gesagt, in Kürze ist Weihnachten, eine ruhige und geruhsame Zeit eigentlich. Wie schaut denn Weihnachten bei Ihnen privat aus? Genau so. Also das ist mir ganz wichtig immer gewesen. Es ist ja wenig Zeit da für private Zeit, aber die habe ich mein Leben lang immer versucht, gemütlich zu verbringen mit der Familie, mit Freunden. Wir haben mittlerweile auch Enkelkinder und das ist schön, wenn man zu Weihnachten einfach zusammenkommt. Das haben wir immer so gepflegt. Leider lebt meine Mutter nicht mehr und auch die Schwiegermutter nicht mehr, weil das war immer Tradition, dass wir in die Obersteiermark gefahren sind, nämlich alle. Und das ist jetzt, die vermisse ich sehr, das muss ich wirklich sagen, weil das war immer wunderschön, weil da sind wir alle zusammengekommen und das machen wir natürlich jetzt auch mit einem Weihnachtsbaum, dann essen wir gemeinsam, also es wird auch gemeinsam gekocht und danach, auf das freuen wir uns dann immer, wir hören auch immer viel Musik, da gibt es immer die Hitparade, natürlich für die Kleinsten auch Weihnachtslieder, aber danach kommt auch immer die Hitparade von Musik der Erwachsenen, die man sich wünscht. Und dann ist Spieleabend. Also wir spielen stundenlang, egal ob das das Hugo, das Schlossgespenst ist oder Viererschnapsen. Das ist manchmal so lang, dass man die Zeit, das geht wirklich oft bis in die frühen Morgenstunden. Also wenn die Kinder dann auch vor allem dazu späten Abend dann liegen gegangen sind. Aber auf das freue ich mich immer. Da ist wirklich alles, was so den Alltag sonst an oft sorgt, vielleicht natürlich auch weg. Und da können Sie wieder Energie tanken. Absolut. Also das ist immer so gewesen. Also, und das gilt eh für jeden. Wenn du, es muss privat zu Hause passen. Und wenn du da gut aufkommen bist, wenn du da keine Sorgen hast, dann schaffst du auch beruflich oder in der Ausbildung vieles, was sonst natürlich viel schwerer ist, weil du die Sorgen privat natürlich oft in die Arbeit mitnimmst und das ist natürlich beeinträchtigend, das braucht man nicht reden. Und dass viele Leute das nicht oft vorfinden, das weiß ich auch und deswegen ist es auch so wichtig, auf die aber auch nicht zu vergessen und deswegen versuche ich ja gemeinsam mit meinem Team so viel wie möglich auch ganz konkret für die Leute da zu sein. Sind viele Leute einsam, braucht man nicht reden und das ist in die Richtung müsste man, beziehungsweise gehört auch viel getan. Also das Zusammenhalten in einer Siedlung, in einem Wohnhaus, in Nachbarschaften, dass man das gut pflegt, damit auch Leute, die halt keine Angehörigen haben mehr, Familie in einer anderen Form vorfinden. Das ist ganz wichtig. Und nicht alleine sind. Genau. Ja, das zieht sich ja bei Ihnen wie ein roter Faden durch, das Menschen zu helfen, für Menschen da zu sein. In diesen paar Minuten, wo wir jetzt da sind, ist mir auch aufgefallen, sind wir Ohr für jeden. Wie ist denn das gekommen? War das Ihre Motivation, dass Sie gesagt haben, Sie gehen in die Politik? Hast du irgendein Schlüsselerlebnis oder einen Schlüsselgedanken gegeben? Was war die Hauptmotivation? Das bin ich vor allem jetzt, seit ich auch in der Funktion als Bürgermeisterin bin, jetzt oft, sehr oft gefragt worden und ich habe
muss ich wirklich sagen, früher, die vergangenen Jahre, über das gar nicht so nachgedacht. Aber natürlich, wenn man gefragt wird, versucht man ja ehrlich zu antworten. Und ich kann es eigentlich nur so sagen. Ich habe ein großartiges Elternhaus gehabt. Meine Eltern, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und mein Vater und meine Mutter haben mich als Mädchen sehr ermuntert, mit eigenem Kopf zu denken, ermuntert, sehr früh auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist auch von meiner Oma gekommen, die immer gesagt hat, wart auf kein Märchenprinzen, schau, dass du das machst, was du gern tust, aber das, was du gern tust, dann auch mit vollem Herzen und mit vollem Einsatz. Also Dinge nicht halber zu machen, sondern wirklich ordentlich zu machen. Das kommt viel vielleicht von meiner Mutter, weil die sehr genaue war, aber eine lustige. Aber sie war in der richtigen Weise sozusagen in einer gesunden Weise streng, gell? Also, dass man, wenn man was anfängt, nicht halbert macht. Das kommt viel von der Mutti. Und mein Vater, der ja Schlosser von Beruf ist, aber Straßenmusikant war und ein guter Musiker und auch viel in der Welt herumgekommen ist dadurch, der hat mir sicher diesen Blick und die Offenheit geben, also keine Angst zu haben im Leben, dass es wurscht ist, von wo wer ist, dass es auf den Menschen drauf ankommt. Das hat auch sicherlich meine Neugierde und auch mein Interesse an anderen Ländern, an anderen Menschen geweckt. Also ich bin ein grundneugieriger Mensch immer gewesen. Mich interessiert alles nach wie vor. Es gibt nichts, man lernt ständig. Und diesen Boden, auch fürs Lesen, also wir haben ganz eine kleine, es war ja bescheiden bei uns zu Hause, aber die Freude am Lesen hat mir mein Vater ganz sicher geebnet. Ich habe die ganze öffentliche Bibliothek, die bei uns in der Nähe war, ausgelesen gehabt und der Vater hat eh nicht mehr gewusst, welche Bücher. Und da bin ich auf viele Gedanken gestoßen, auch Dinge, die ich selber gesehen habe oder die ich selber als junges Mädchen dann auch gesehen habe, dass es auch oben und unten in der Gesellschaft gibt, unmittelbar dort, wo ich aufgewachsen bin. Das war in meiner Barackensiedlung. Man hat einfach sehr früh gesehen, es gibt Leute, die sind immens reich und andere, die nicht wissen oft, wie sie den nächsten Tag umtun und die sehr schwer arbeiten. Und du fängst da Gedanken machen an und du versuchst auch dann den Blick in die Welt zu lenken und du fragst dich, warum gibt's Kriege, was sind da die Hintergründe, weil letztendlich, egal in welchem Land er immer, die Leidtragenden sind immer die Menschen und die oben richten sie es und inszenieren oft nur aufgrund dessen, weil es einer halt um den Grund, um irgendwelche Bodenschätze in anderen Erdteilen geht oder weil sie ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen und es ihnen völlig egal, wie es die Leute geht. Also ich sage es bewusst so einfach, weil ich es damals auch für mich so einfach ja gesehen habe. Die Gründe, warum so ist natürlich im Laufe der Jahrzehnte, weiß man. Letztendlich ist es eine Suche gewesen, weil ich begriffen habe natürlich, dass man allein nichts verändern kann. Aber es ist sicherlich die Suche dann gewesen nach Gleichgesinnten, die einfach schauen wollen, dass dort, wo man lebt, wenigstens in der Stadt, mithilft, dass es sozial gerechter wird und dass Menschen, auf die man sonst nicht denkt oder die sonst kein Lobby haben, dass man für die da ist und Veränderungen in ihrem Interesse durchsetzt. Also das war ganz sicher die Triebkraft und die habe ich in der KPÖ mit 17 Jahren gefunden und bin keinen Tag enttäuscht worden. Und ich nehme an, das werden auch die Hauptziele für die nächsten Jahre für die Stadt Graz sein. Das waren sie immer und das werden sie ja immer sein. Wir können den Neoliberalismus auf der Welt nicht in Graz aushebeln, das ist uns klar. Viele Mechanismen, warum es manche so reich sind, unvorstellbar und andere nicht wissen, wie es am nächsten Tag umkommen, werden wir nicht in Graz ändern, weil es einfach viele Gesetze gibt, die auf anderen Ebenen zu lösen sind, im Bund oder vieles natürlich auch auf EU-Ebene. Aber ich finde, dass man die Menschen nicht auf eine bessere Welt vertrösten sollte, sondern immer dort, wo man erlebt und wo man die Möglichkeiten hat, was zu verändern, alles dafür zu tun. Und da haben wir jetzt allein in den Monat zum Beispiel auch schon geschaut, dass die Gebühren und Tarife bei Müll und Kanal nicht so wie jedes Jahr immer ankommen werden, sondern die sind ab 1.1. werden sie nicht angehoben. Wir haben zum Beispiel auch die Clubförderung, die alle Parteien
in Graz kriegen, die sehr hoch sind in Graz, haben wir um 10% gekürzt und diese Gelder kommen in das Sozialamt für den Soforthilfefonds. Dadurch ist dieses Geld, was da eingespart wird, können wir mehr Leute helfen. Wir haben jetzt auch gerade vor kurzem die ganzen Contact Tracer besucht, aber nicht nur besucht und gesagt, wir wünschen euch gute Weihnachten, sondern wir haben auch geschaut, gemeinsam mit dem Finanzstadtrat, der meiner Fraktion auch angehört, und dem Gesundheitsstadtrat Robert Grotzer, dass sie eine Entschädigung für den riesigen Aufwand kriegen. Das ist großartig, was die Menschen da leisten tagtäglich, und auch, dass sie das am Lohnzettel bei ihnen wiederfindet. Und vieles mehr. Also wir haben auch zum Beispiel einen Zuschuss zum Klimaticket Steiermark für die Grazerinnen gegeben, damit eben dieses Klimaticket für die Grazer, weil wir können leider nur für die Grazer das machen, günstiger wird. Und vieles mehr. Also wir haben noch sehr viel vor da. Man muss auch ehrlicherweise sagen, es wird erst das Budget im Juni beschlossen. Das heißt, die Dinge, die budgetwirksam sind in größeren Stil, können wir erst da beschließen. Aber es sind auch viele Sachen, die man jetzt schon über den Stadtsenat ändern kann, wo NGOs und Vereine natürlich auch unterstützt werden, die es dringend brauchen. Ja, also viele spüren das schon, dass sich was tut. Ich finde, es war jetzt ein angenehmer Sprung zwischen LKK privat, LKK als Bürgermeisterin der Stadt Graz. Wir sind schon am Ende unseres Interviews, jetzt ganz am Schluss noch vielleicht ganz privat. Was wünschen Sie sich für sich selber fürs nächste Jahr? Ganz ehrlich, im Wissen, dass es fast denkbar möglich ist, aber dass der Sonntag frei bleibt, wie ich das auch jeden Berufstätigen wünsche. Viele kennen es eh nicht, weil sie im Spital oder wo arbeiten, aber ich bin absolut Befürworterin, dass der Sonntag arbeitsfrei bleiben muss und dass ich nächstes Jahr Urlaub gehen kann und mit meinem lieben Mann eine Fahrt ins Blaue machen kann, so wie immer. Das wünsche ich mir sehr, dass das klappt. Das wünsche ich Ihnen auch von Herzen. Und alles, alles Gute weiterhin im Amt fürs nächste Jahr und für die weiteren folgenden Jahre. Und vielen Dank für die Zeit. Herzlichen Dank auch für das freundliche Gespräch. Danke. Schützen Sie Ihr Traumhaus vor Lärm und neugierigen Blicken. Mit sowohl technisch als auch ästhetisch perfekten Zaunsystemen haben wir die perfekte Lösung. OGK Zäune schafft Ihre perfekte Privatsphäre. Gibt's da jetzt Heizen mit Strom? Ist das die Zukunft? Laut dem findigen Salzburger Ingenieur Elias Russecker auf jeden Fall. Den elektrischen Gedanken hat er zum ersten Mal vor 28 Jahren aufgegriffen. Seit 1993 baut Elias Russecker seine Heatscreens. Heatscreens werden die Heizkörper seiner Infrarotheizung genannt. Bis dato wärmen rund 35.000 Heatscreens die Wohnungen und Häuser von Herrn und Frau Österreicher. Es ist auf jeden Fall ein Beitrag für die Energiewende, speziell weil wir unsere Technologie, was wir haben, kann man auch verwenden in Verbindung mit PV. Speziell auf das haben wir sie ja entwickelt. Das heißt, schnell reagierende Heizsysteme. Das heißt, unser Klima ist momentan auch so, dass es sehr schnell ändert, es ist sehr schnell warm und sehr schnell kalt. Und unsere Heizsysteme sind nahezu digital. Und das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft, dass man die Ressourcen wirklich haushaltet und nicht verbrassen tut. Ausgangsbasis der Heatscreens ist ein Einscheiben-Sicherheitsglas, ein sogenanntes ESG-Glas. Ein Plasmaroboter trägt dann mehrere hauchdünne Schichten auf, die bei mehreren 1000 Grad miteinander verschmolzen werden. Darunter auch eine elektrische Schicht. Diese wird dann beim fertigen Produkt aufgeheizt und gibt die Strahlungswärme ab. Es ist uns auf alle Fälle wichtig, ein nachhaltiger Gedanke. Das heißt, wir versuchen, keinen Kunststoff zu verwenden. Das heißt, das Panel ist auch kunststofffrei, bis auf den Schuko-Stecker im Moment. Dann die ganze Verpackung wird nur im Karton gemacht, was bei Glas nicht so einfach ist. Das heißt, da haben wir schon sehr große Anstrengungen unternommen. Das Heizsystem aus dem Tennengau ist eine vollwertige Komplettheizung für das ganze Haus.
Sie kann sowohl in Neubauten als auch bei der Altbausanierung eingesetzt werden. Richtig Fahrt nimmt sie auf in Kombination mit einer Photovoltaikanlage am Dach. Das ist aber keine Grundvoraussetzung. Ist das alte Heizsystem entsorgt und steht die Verkabelung für die EAS-Heizung, geht es auch schon an die Endmontage. Wandhalter montieren, Heatscreen befestigen und an den Thermostat anschließen, fertig. Die Steuerung erfolgt entweder über Thermostat oder über Smartphone. Die Smartphone-Steuerung eignet sich besonders gut für Wochenendhäuser oder Ferienwohnungen, weil man von zu Hause schon einheizen kann. Innerhalb von 10 Minuten erreicht die Heizung 95 Grad. Somit haben wir ein sehr schnelles und effizientes Heizsystem. Geht es nach der Firma EAS, ist Heizen mit einer Infrarotheizung die Zukunft. Hier bildet sich mehr als nur Wissen. BFI. Bildung, Freude inklusive. Wir wollten natürlich wissen, wie die Steirer und Steirerinnen über die Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Graz denken und haben nachgefragt in den Regionen für unser Spontan der Woche. Spontan! 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 Spontan natürlich! Ist die Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Graz, Elke Kadi, heute ganz überraschend gewonnen. Wie finden Sie das, dass jetzt das erste Mal eine Kommunistin das Amt regiert? Für sie ist es ganz gut. Aber ob das ein gutes Bild in der Welt macht, weiß ich nicht. Den Kommunismus, weiß nicht. Ich hätte es nicht gemacht. Ja, warum nicht? Ich würde sagen, der besser ist, der soll es auch kriegen. Nicht? Wenn die Stimmung so ist, dann passt es so. Aber es ist leider so, die Leute haben so entschieden und ich bin sowieso ein Sozialdemokrat. Also ich wüsste nicht, wo die Ursache liegt, gell? Aber es werden schon Gründe vorhanden gewesen sein. Gell? Also ich hoffe, dass es jetzt so geht, wie die Vorgänger das gemacht haben und dass es normal weitergeht. Gell? Ich finde auch, wenn Leute will, der Einwohner muss entscheiden, nicht wir auch. Ja? Ganz einfach, ich komme aus dem Deutschen Osten, der dann kommunistisch war, das nennt man die DDR. Und ich glaube, ihr das vorzuhalten, wie die Kommunisten einmal an der eigenen Bevölkerung schuldig geworden sind, das ist TINEF. Und ich wünsche ihr auf der Tour alles Gutes. Das ist meine Meinung. Spontan natürlich. Auch im neuen Jahr dürfen wir Ihnen jede Woche ein Stadtgespräch mit unserem Moderator Gregor Witthalm präsentieren. Als Gast startet Thomas Rajakovic zum Thema Graz ist und bleibt sportlich. Hallo noch einmal, meine Damen und Herren, in diesem noch so jungen Jahr 2022 freue ich mich sehr, dass Sie uns die Treue halten, beim Stadtgespräch wieder dabei sind. Wir werden Ihnen ganz tolle Gespräche und Gesprächspartner wieder liefern in diesem Jahr. Noch sind wir hier in der Merkheim Headquarter, da sind wir schon quasi zu Hause und wie gesagt, ich freue mich, dass Sie dabei sind und freuen Sie sich mit mir auf meinen heutigen Gesprächspartner, ein Mann des Sports in unserer Stadt, Thomas Rajakovic. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Er leitet das Sportamt in unserer Stadt und wie passt das fein, wie passt das schön. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der verantwortlich war für das Sportjahr 2021, der Pichler, 2021, das mittlerweile vorbei ist, aber nicht wirklich vorbei ist, denn der Spirit hält ja weiter. Lieber Thomas Rajakovic, was nehmen denn Sie so mit aus diesem Sportjahr 2021 als Mann des Sports, der Sie sind? Erstmal hallo und auch ein gutes neues Jahr. Ja, wir haben das Sportjahr nicht nur
erfolgreich in das Jahr 2022 transferieren müssen, weil wir ja im Dezember, wie schon am Beginn des Jahres, haben wir ja Jänner, Februar auslassen müssen, weil der Lockdown im Jahr 2021 auch den Sport behindert hat. Und jetzt im Dezember hat es uns wieder erwischt quasi. Wir konnten die ganzen von Curling, was wir jetzt im Jänner anbieten werden, bis hin zu den Initiativen rund um Eislaufen und auch Langlaufen, die konnten wir ja nicht stattfinden lassen. Daher hat der Gemeinderat ja in seiner Sitzung im Dezember beschlossen, das Sportjahr noch bis Ende Februar zu verlängern, sodass wir auch das Sportjahr dann tatsächlich begonnen haben wir mit 1. März bis in das Jahr 2022, bis 28. Februar haben werden. Das heißt, wir haben ganz viele Sportaktivitäten auch in diesem Jahr, die wir setzen können, auch noch unter dem Titel Sportjahr. Und ich denke, das Sportjahr mit mehr als 286 Initiativen und weit mehr als 150.000 Teilnehmern daran, hat gezeigt, dass die Menschen begeisterungsfähig sind, auch für den Sport, trotz oder gerade weil man ihnen den Sport im Lockdown immer wieder weggenommen hat, glaube ich, sind viele auch drauf gekommen, dass ihnen das doch wichtiger ist, als sie geglaubt haben, dass das Thema Bewegung eine Rolle spielt. Umgekehrt muss man dazu sagen, hat der Lockdown auch bewirkt, dass gerade der erste lange Lockdown bewirkt, dass im Bereich der Jüngeren es doch zu einem zum Teil dramatischen Rückgang bei manchen Jahrgängen gekommen ist. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, in den Monaten danach, im letzten Jahr, auch die Vereine zu motivieren, sie ein bisschen zu fördern, ihnen auch Initiativen zu ermöglichen, die Kinder auch wieder zum Verein zurückbringen. Und das, glaube ich, ist eine der wesentlichen positiven Erfahrungen, dass es letztlich sehr viele gibt, die sich um Bewegung gekümmert haben. Mhm. Erstmals haben wir nicht nur Sportvereine angefragt für Bewegungsinitiativen, sondern im Sportjahr konnten ja Kretzel-Initiativen, Jugendvereine, also es konnte eigentlich jeder, wer eine Idee für Bewegung gehabt hat, konnte quasi am Sportjahr andocken. Und ja, da sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich ganz viele Menschen gibt in der Stadt Graz, denen Bewegung am Herzen liegt und die viele tolle Ideen haben. Und ja, ich hoffe, dass dieser Schwung weitergeht und dass auch im heurigen Jahr die eine oder andere neue Idee dazukommt, die Menschen motiviert. Das Wichtige war ja, wir haben ja damals gesagt, Graz bewegt sich. Jetzt sagen wir, Graz ist und bleibt sportlich. Die Menschen, und Sie haben selber gesagt, zu motivieren. Um sie zu motivieren, braucht es ein Angebot. Das Sportjahr 2021, 2022, muss man ja richtigerweise sagen, war ein Rahmen und ist ein Rahmen mit viel Angebot. Man kann also, wenn ich Sie richtig interpretiere, sagen, wenn ein Angebot da ist, dann lässt sich auch der Spirit entzünden. Ja? Und dann habe ich rausgehört, und das war wahrscheinlich auch, weil wir haben unlängst vor einigen Wochen mit dem stellvertretenden Obmann des Grazer Sportclub gesprochen, ein Traditionsfußballclub, die natürlich auch in ihrer Arbeit, und da ist auch viel Jugendarbeit, gesagt haben, es ist halt schwierig, dass man wieder so auf Touren kommt, dass man die Menschen holt, dass die Kinder wieder kommen und dass man wahrscheinlich auch die eigenen Leute motiviert. Das wird wahrscheinlich eine weitere Aufgabe bleiben, um den Spirit am Brennen zu halten. Ist eine große Herausforderung. Es liegt im Moment gar nicht so sehr daran, dass es nicht gelingt, die Kinder wieder zurückzugewinnen. Man muss die Trainerinnen und Trainer wieder zurückgewinnen. Eben, ja. Man darf nicht vergessen, wir haben das ja im Rahmen der Sportstrategie sehr umfangreich auch erhoben. Nicht nur, dass aus dem Sport in der Stadt Graz ein Umsatz von 570 Millionen generiert wird, was umgerechnet auf Arbeitsplätze etwa 15.000 Arbeitsplätze entspricht, sondern auch 27.800 und ein bisschen was ehrenamtlichen Stunden darin stecken. Das heißt, diese ehrenamtlichen Stunden muss man natürlich auch wieder wecken. Wenn jemand Trainer war und dann eine Zeit lang nicht mehr Trainer ist oder manche halt sich einen Nebenjob gesucht haben, was in Covid-Zeiten auch wichtig war, weil manche Nebenjobs in der Nachtgastro, halt junge Leute oft gesagt, okay, ich arbeite neben meinem Studium einmal in der Nachtgastro und nebenbei bin ich noch Trainer. Da hat sich manches verschoben und es fehlen zum Teil die Trainerinnen und Trainer, die Kinder wären ja schon wieder da. Also da ist durchaus ein Bedarf, da müssen wir schauen, wie wir da auch den Vereinen wieder helfen können und wie wir dieses
Ehrenamt oder zumindest gegen ein geringes Entgelt praktisch Ehrenamtliche wieder in die Vereine zurückbringen. Auch in Form einer Wertschätzung. Auch in der Form einer Wertschätzung. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten, aber da sind Ideen nach wie vor gefragt. Was wir aber im Sport ja gemerkt haben, ist, dass wir Sportangebote idealerweise so setzen, dass es Familien oder Einzelpersonen dann in Anspruch nehmen können, was sie wollen. Also das erfolgreichste Projekt war sicher das der Seven Summits. Ja, die ja. Idee, dass man die sieben Hügel mit einem Pass abgehen kann. Die sieben Hügel um Graz. Ja, ja. In dem Fall, ja, nicht die höchsten Gipfel der Welt. Nein, nicht gerade. Aber die höchsten Gipfel um Graz. Das hat die Menschen bewegt und es haben ja deutlich, ich glaube, es sind 12.500 oder noch jenseits davon, Pässe, die wir tatsächlich zurückbekommen haben. Das zeigt, wenn ich dann, wenn es mir passt, Bewegung machen kann, dann bin ich bereit. Also solche Angebote, auch die, wo ich spontan sage, na, heute passt mir das, heute fühle ich mich gut, heute mache ich das. Solche Angebote brauchen wir im öffentlichen Raum noch mehr. Dazu haben wir natürlich, wir haben unsere Bezirksparkplätze, wo man, wann man auch Lust hat, etwas machen kann, mit Tennis, Beachvolleyball, natürlich Fußball. Wir haben die Calisthenic Parks, das ist sicher auch ein Angebot, das extrem gut angenommen wird, das sehen wir. Egal, wann ich selbst auch laufend unterwegs bin entlang der Mur, auf den Calisthenics Parks sind immer Leute, die das auch nützen, dieses Fitnessangebot. Aber das sind lauter Möglichkeiten, die ich quasi unter Anführungszeichen in den Raum stelle, aber wo ich den Grazerinnen und Grazer die Möglichkeit biete, es dann zu machen, wenn es ihnen passt. Mhm. Also man merkt es auch, nicht, dass das ganz schlecht ist, aber auch die Professionellen, die Angebote, was hier ein Halbmarathon, ein Marathon und so weiter, wo ich sage, ich muss genau an dem Tag, exakt zu der Zeit dort sein, das ist, da gibt es einen Rückgang. Ja, ja. Während Angebote, wo ich sage, ich habe irgendwo eine App und ich kann mir meinen Marathon laufen, wenn ich will, und dann klicke und schicke das ab und kriege meine Zeit und meine Urkunde. Das sind so Dinge, die gut ankommen. Also da ist ganz viel Luft nach oben, da können wir, glaube ich, noch vieles bewegen. Und da würde ich mich auch freuen, ja, wenn Grazerinnen und Grazer oder auch darüber hinaus Ideen haben, dass sie sich einfach ans Sportamt wenden und, ja, und uns Ideen zukommen lassen, auch wenn sie das eine oder andere kosten. Das sind, glaube ich, sehr gut investierte Gelder. Diese Botschaft geben wir gern weiter, die soll hier deponiert sein. Natürlich geht es darum, 2022 stehen ja die Kinder im Fokus in unserer Stadt, für die Kinder weiter was zu bieten. Sie haben schon gesagt, also flexibel nützbare Angebote, sicherlich auch das habe ich rausgehört, was Familien gemeinsam nutzen können. Also nicht nur singulär das Kind geh und beweg dich, sondern wo Gemeinsamkeit stattfinden kann. Natürlich, habe ich auch rausgehört, gibt es Kinder, die muss man noch holen, also aus der Couch raus. Gibt es da noch besondere Initiativen? Naja, wir haben natürlich gestartet, auch in dieses Jahr mit unseren Skikursen. Ja. Da war ja das Angebot schon, das ist ja schon ein traditionelles Angebot, dass wir jeden Samstag im Jänner und Februar mit den Kindern gratis, beziehungsweise um 10 Euro, das ist mehr oder weniger gratis, auf die Weinebene fahren, also mit Skilehrern. Bus, mit Skilehrern. Da gibt es die Busse, die fahren jetzt. Ja. Wir haben auch in den Semesterferien wieder ein Angebot, aber was wichtig ist, wir haben ja die Winterwelt noch offen. Also es können Eislaufbegeisterte oder auch Eishockeybegeisterte die Winterwelt nutzen, und was wir seit heuer haben, sind die Like-Eisplatten, die wir am Citypark haben. Das ist quasi ein sogenannter temporärer Bezirkssportplatz. Das sind Platten, die sehr gut funktionieren. Man braucht nur besser geschliffene Eislaufschuhe, aber es ist überraschend, dass man praktisch auf Kunststoffplatten, die natürlich besondere Kunststoffplatten sind, fast wie auf Eis fährt. Es ist wirklich faszinierend. Eislaufen ohne Eis ist das. Das ist Eislaufen ohne Eis, aber mit einem Feeling wie auf Eis. Ich habe mir das selber nicht so vorstellen können, habe das dann in Klagenfurt einmal ausprobiert, dort haben sie das schon länger. Der KC, die Jugend, trainiert ja auch im Sommer auf solchen Platten. Es ist ein bisschen anstrengender, was die Kondition betrifft, aber vom Gefühl her ist es wie Eislaufen. Man fährt wirklich gleich, man braucht am Anfang, muss man sich überwinden, dass man das Vertrauen hat, dass diese Kufen wirklich auf diesen Kunststofflauten so fahren. Aber wenn man das einmal heraus hat und der Kopf überrissen hat, auf Platten, wo man normal mit den Schuhen nicht rutschen kann, rutscht man aber mit den Kufen sehr gut, weil das eben diese Mischung ist, die genau auf dieses Metall reagiert, dann ist das auch Spaß, und wir haben das noch bis 15. März am Citypark. Okay, super. Da kann jeder hingehen, also ist unabhängig nach immer von den Kälte. Regeln, nach den Regeln, wie man im öffentlichen Raum sich bewegen kann, aber das ist,
klassisch etwas, wo ich glaube, dass ja, Eltern mit ihren Kindern hingehen können. Eltern können natürlich auch den Einkauf inzwischen erledigen und die Kinder inzwischen laufen lassen. Auch das ist vielleicht eine gute Idee, die Kinder zu motivieren, mitzukommen, aber nicht zum Einkaufen, sondern um Sport zu betreiben. Das ist also, klar. Das wär, aber es ist schon so, und das ist ja Ihr Job als Leiter des Sportamtes, damit sich Graz bewegt, braucht es ein Angebot. Und es gibt immer diese Mischung zwischen traditionellen Angeboten. Sie haben schon gesagt, also diese Skikurse ist eine wunderbare Sache, die es schon seit Jahrzehnten gibt und weitergeben wird. Das Eislaufen in und um Graz, die Winterwelt. Aber es braucht euch immer neue Sachen, neue Ideen und ein bisschen am Puls der Zeit zu sein. Sagen, Leute, schaut euch das an, zu Zeiten, die ihr euch überlegt. Habt ihr da noch so was im Köcher, in der Überlegung, wo ihr sagt, da auf diesen Trend wollen wir auch noch aufhupfen? So als Lehre aus dem Sport ja auch. Ne? Na, wie gesagt, wenn es Ideen gibt, was man im öffentlichen Raum noch so anbieten kann, es war im Sport ja auch, dass man zu Fuß die Stiegen auf den Schlossberg geht und um ein Foto macht, das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, brauche ich einfach die Fantasie, ja. auch der Stadtrat Hohensinn, die Fantasie der Grazerinnen und Grazer, damit man da vielleicht das eine oder andere neu entwickeln können. Wir wollen aber auch, und das war ja ein Ziel der Sportstrategie und ist es auch im Sport gewesen, wir werden jetzt im Februar dann auch ganz offiziell der Global Active City Initiative beitreten oder werden dort aufgenommen. Den Antrag haben wir quasi parallel zur Sportstrategie-Beschlussfassung im Jahr 2020 gestellt. Was geht es bei Global Active City? Ja, Global Active City ist einfach ein Zusammenschluss von Städten unter der Schirmherrschaft des IOC bzw. der FISA, das ist ein ähnlicher Verband für alle Sportarten, die nicht olympisch sind, wo es darum geht, diesen Mehrwert des Sports für viele Bereiche der Gesellschaft herauszustreichen und zu nutzen. Also es ist ja auch eben gerade durch den Sport ja aufgefallen, dass Kretzeninitiativen den Sport fürs Zusammenkommen nutzen. Mhm. Unsere Tischtennistische, die extrem gut angenommen werden, also auch jetzt im Winter, auch zu Weihnachten, wenn es ein bisschen wärmer ist, kaum kann man spielen, wird Tischtennis gespielt, da trifft man sich, da entsteht Gemeinschaft, ja. Da entstehen neue Freundschaften, neue Bekanntschaften. Der Sport ist, und das ist ja nachweislich, auch jener Bereich, wo Integration am besten funktioniert. Also Kinder von Migrantinnen, die oft auch eine Sprachbarriere haben und vielleicht das eine oder andere leistungsmäßig in der Schule aufgrund der Sprachgrenze noch nicht an Wertschätzung erfahren sie, wenn sie sportlich sind im Sport. Also dort ist es ganz egal, wenn einer ein guter Volleyballer ist, ein guter Kicker ist, ein guter Judoka ist oder begabter Judoka ist, dann ist er im Sport auf jeden Fall mal willkommen und das über alle Sprachgrenzen oder Äußerlichkeiten hinweg. Und damit entsteht Zugehörigkeit, damit entsteht letztlich das, was wir wollen, ein Gemeinschaftsgefühl. Ja. Und in diesen vielen Bereichen, die der Sport hier abdeckt, das auch aufzuzeigen, das ist die Idee von Global Active City. Und die Idee ist eigentlich ausgegangen, das Netzwerk ist noch nicht so alt, es gibt es jetzt seit 2018. Wärst du alle dabei? Also, es sind im Moment große Städte wie Hamburg, Liverpool, Buenos Aires, aber es sind auch unsere Ehepartnerstadt von Graz, Laibach, ist auch Mitglied. Es ist eine relativ junge Initiative und die Idee ist von Liverpool ausgegangen. Mhm. Und es ist, wenn man das ein bisschen liest, wie die zu dieser Idee gekommen sind, klingt das recht witzig. Liverpool hat hohe Arbeitslosigkeit gehabt, hohe Jugendkriminalität gehabt, wenig Perspektive und dann hat sich die Stadt... Aber einen guten Fußballclub. Genau. Und um das ist gegangen. Und dann, was macht eigentlich Liverpool noch aus? Und dann... Ist man in der Stadt gesagt, ja, der Sport ist es. Und zwar nicht nur Liverpool als Fußballverein, natürlich auch der, aber darüber hinaus, wenn wir diesen Spirit, den Liverpool, you never walk alone, ja. quasi den genau, Menschen ja. bringt, wenn wir das verbreitern können auf die Stadt, eben Initiativen, die wir zum Teil schon haben, Bezirkssportplätze und so weiter, wenn wir mehr investieren in den Sport und das auch bewerben und auch in unseren einzelnen Bereichen der Stadt sichtbar machen, dann wird sich im Bereich Jugendarbeitslosigkeit, im Bereich Kriminalität, wird sich was ändern und das ist tatsächlich auch passiert. Und da ist Liverpool die treibende Kraft hinter dieser Initiative und wir, glaube ich, sind mit der Stadt Graz ganz gut gerüstet, auch mit unserer Strategie. Und die Idee ist einfach, dass wir ganz stark und eng Sportamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, also die Bereiche,
die Sport auch nützen können für ganz verschiedene Gruppen in unserer Gesellschaft, dass man die zusammenführt und hier quasi extra Geld auch in die Hand nimmt, um da einen Schritt weiterzukommen und damit einfach Graz lebenswerter zu machen. Also das ist die Initiative von Global Active City. Man sieht also diese unfassbar vielen Mehrwerte, sage ich jetzt einmal, die der Sport einfach hat, nicht nur für sein eigenes Wohlbefinden und für seine eigene Fitness, sondern auch sozial, gesellschaftlich, psychologisch, wie auch immer, Menschen zusammenzuführen, das kann der Sport. Schön, dass ihr so rührig seid. Das Sportjahr 2021, 2022 möge lange nachhallern und vieles möge bleiben. Dafür werden sie schon sorgen. Der Thomas Rajakovic ist, wie ich weiß, nicht umsonst in diesem Job. Erstens hat er die Qualifikation, logischerweise. Zweitens ist er selbst Sportler. Wie bewegt sich Thomas im Winter? Im Winter auf allem, was man im Winter bewegen kann. Also natürlich auf Skiern. Ja, brav. Wobei ich da einen Appell nur schicken kann, das wird die Stadt Graz selbst nicht machen. Wir machen unsere Skikurse, aber es ist das Skifahren für viele Familien sehr teuer geworden. Mhm. Und ich würde mir wünschen, wenn man gerade auch im Hinblick auf den Titel Wintersportland, den wir in Österreich bleiben sollten, dass man da schon auch für die Einheimischen etwas macht, auch auf Landesseite, dass nicht nur die kleinen Gebiete beim Familienpass sich anschließen, sondern auch die durchaus mit Steuergeld gut geförderten großen Skigebiete auch Familienpässe anbieten, sodass die Familien auch Freude haben und nicht nur sagen, um Gottes Willen, wie sollen wir uns das leisten, mit unseren Kindern Ski zu fahren. Ich bin ein begeisterter Skifahrer. Natürlich gehe ich Eislaufen, Eishockey spielen, soweit Freunde mich noch mitnehmen und mitspielen lassen. Und wenn das Wetter passt, dann ist es schon auch das Laufen, auch im Winter. Solange es nicht Minusgrade hat, mache ich das sehr gern. Und aber ich weiß, dass der Thomas Rajakovic sogar noch, und der Schlusssatz gehört mir, bei Minusgraden sich zumindest aufs Radl setzt. Auch das tut dieser Mann, also er ist für sich schon ein Vorbild. Ich sage danke fürs Kommen und fürs Gusto machen und fürs Motivieren. Und Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich wie immer alles, alles Gute hier aus dem Merco Headquarter. Wir sehen uns. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie es in unsere Rubrik der Kanal 3 Steiermark Kurznews schaffen, dann passen Sie jetzt genau auf. Es ist gar nicht so schwer und wir verraten es Ihnen im nächsten Beitrag. Unsere Kurznews im Wochenmagazin Kanal 3 Steiermark bieten Platz für ehrenamtliche Projekte, wirtschaftliche, soziale oder sportliche Auszeichnungen, Informationen und vieles andere mehr. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit den wichtigsten Neuigkeiten und Informationen und einigen Fotos an redaktion@kanal3.tv und vielleicht sind bald Ihre Neuigkeiten in unseren Kanal 3 Kurznews zu sehen. Wir kommen bereits zum Schluss, denn wir sind am Ende unserer Magazinsendung Kanal 3 Steiermark angelangt. Ich hoffe, es war Interessantes und Informatives für Sie dabei. Ich sage danke fürs Mit dabei sein und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.